Ich bin heute zu Besuch bei einer großen Versicherung in Köln. Ihr kennt die bestimmt alle, und zwar bei der DEVK. Und in so einem großen Unternehmen gibt es natürlich auch super viele verschiedene Bereiche und Abteilungen. Und eine davon gucke ich mir heute mal genauer an. So, Annika, freut mich, dass du mich heute hier bei dir mal empfängst in deinem eigenen Büro. Du bist ja die Leiterin der Rechtsschutzvertragsabteilung bei der DEVK, habe ich jetzt richtig im Kopf gehabt, ne? Was müssen wir uns da dann drunter vorstellen? Ja, unsere Kunden sind die Kunden, die bei der DEVK eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben. Und ich schaffe den Rahmen dafür, dass die in uns einen verlässlichen Partner finden. Das heißt, was sind so deine typischen Aufgaben? Wenn man es ganz vereinfacht sagen will, ich organisiere mein Team und entwickle die Menschen dort weiter, um im Prinzip ja diesen Rahmen zu schaffen für unsere Kunden und für unseren Außendienst, kompetente Ansprechpartner zu sein, gut erreichbar zu sein, den technologischen Fortschritt bestmöglich zu nutzen. Und zu meinen Aufgaben gehört es auch immer wieder Prozesse zu optimieren, anzugucken, strategische Visionen zu entwickeln, umzusetzen. Ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall schon was drunter vorstellen. Du bist ja eine Führungskraft, kann man ja so sagen, als Leiterin einer Abteilung. Warst du aber nicht immer, ne? Du hast ja anders hier angefangen. Ja, das stimmt. Ich habe vor ungefähr 18 Jahren hier als Azubine angefangen. Ja, ich bin immer noch da. Welche Ausbildung hast du denn gemacht? Ich habe ein integriertes Studium gemacht, Ausbildung zur Versicherungskauffrau, und habe nebenher Versicherungswesen studiert. Und nach meinem Diplom habe ich dann noch einen Masterstudiengang in Wirtschaftsrecht drangehangen. Und du bist bei der DEVK geblieben. Wie hast du es denn geschafft? Also wie war so dein Werdegang hier im Haus? Ja, also dadurch, dass ich so viele verschiedene Dinge erleben konnte, bin ich sehr gerne hier geblieben und immer noch sehr gerne hier. Also nach dem Studium und der Ausbildung, wie gesagt, hat die DEVK mich auch noch finanziell gefördert, meinen Master zu machen. Und dann habe ich gestartet damals im Marketingbereich. Dort durfte ich auch erste Führungserfahrungen sammeln. Und bin dann zu einem Konzernvorstand als Assistentin gewechselt, der zuständig war für einen ganz anderen Bereich, Kapitalanlage, Rückversicherung und Schaden. Und dort habe ich auch internationale Einblicke gewinnen können, etwas ganz Besonderes, was man auch nicht unbedingt direkt immer mit der DEVK verbindet. Und dann bin ich 2014 zurück zu Rechtsschutz. Ich sage zurück, weil das war tatsächlich die Abteilung, wo ich die ersten 3 Wochen meine Ausbildung verbracht habe. Und seit 5 Jahren leite ich hier die Abteilung Rechtsschutz, Betrieb und Technik. Und seit 2019 habe ich auch Prokura für die DEVK Rechtsschutz AG. Ich denke mal, wenn du 14 oder 18 Jahre ja jetzt insgesamt fast schon bei der DEVK bist, muss es ja irgendetwas geben, was dir auch so besonders gut gefällt an deinem Job und vielleicht auch an der DEVK als Arbeitgeber, oder? Auf jeden Fall, sonst wäre ich definitiv nicht mehr hier. Vielleicht zunächst zu meinem Job. Das sind 2 Facetten, würde ich sagen. Das eine ist es, was mir total viel Spaß macht, ist, Menschen in einem ganz vielfältigen Umfeld individuell entwickeln zu können. Das macht es für mich ganz besonders, gerade die Führungsaufgabe. Und auf der anderen Seite auch den Gestaltungsspielraum, der mir geschenkt wird, jeden Tag zu nutzen, um ja zum Unternehmenserfolg und zum Erreichung unserer Ziele aktiv beizutragen. Und deine andere Frage, die DEVK als Arbeitgeber ist ein ganz besonderer Arbeitgeber, das ist richtig. Die meisten, die hier sind, bleiben auch hier. Das hat natürlich viele Gründe. Ich will einfach mal einen hervorheben, das ist für mich tatsächlich das, bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern das ist so, das fängt mit dem Kunden natürlich an, aber das geht auch zum Mitarbeiter weiter. Und ja, wir freuen uns auch über Neues. Also wenn der Mitarbeiter seinen Entscheidungsspielraum auch nutzt und wirklich auch neben Tradition mal was Neues ausprobiert, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Und auch die Form der Kommunikation, das ist immer auf Augenhöhe. Also der Azubi mit dem Vorstand, das ist auf Augenhöhe. Jeder darf seine Ideen einbringen. Ja, das merkt man bei uns auch dran, dass man auch in der Kantine beispielsweise den Vorstandsvorsitzenden zusammen mit dem Azubi am Tisch sitzen sieht. Und wenn du willst, kann ich dir die auch gerne mal zeigen, unsere Kantine. Ein
großes Thema bei der DEVK sind ja auch die verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten, die ihr euren Mitarbeitenden bietet. Prinzipiell sind die Entwicklungsmöglichkeiten immer individuell auf den jeweiligen Mitarbeiter zugeschnitten. Wir haben auch interne Programme, die quasi die Förderung der eigenen Mitarbeiter unterstützt und begleitet. Und ja, wenn du mich fragst, wie kann man hier aufsteigen? Also im aktuellen Vorstand sind Mitglieder, die als Azubi oder als Sachbearbeiter angefangen haben. Also ich würde sagen, die Aufstiegschancen sind unbegrenzt. Was würdest du sagen, muss man auf jeden Fall mitbringen, wenn man sagt, so, ich möchte Führungskraft bei der DEVK werden? Flexibilität, Kommunikationsstärke und auf jeden Fall Vision. Sehr schön. Dann sage ich erstmal danke, dass du mich mal etwas eingeführt hast in deine DEVK-Welt hier heute. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr fühlt euch angesprochen und ihr bringt diese drei Dinge mit, von denen Annika gerade gesprochen hat, dann ist die DEVK vielleicht das Richtige für euch.